Okay. Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Zoom-Talk, Lautstark-Talk im neuen Jahr. Ich wünsche allen, die hier sind, ich möchte erstmal alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich so viele Gesichter hier sehe. Und ich wünsche Ihnen und euch allen noch alles Gute für das gerade eben begonnene Jahr. Und uns allen natürlich auch, dass die Sache mit dem Corona, Covid-19, 2021 dann doch mal irgendwann so wird, dass wir wieder halbwegs unser normales Leben führen können. Ja, wir haben heute, wie Sie wissen, Frau Tsirigotis zu Gast. Und bevor ich mich mit ihr unterhalte, möchte ich gerne von Ihnen ein paar Dinge wissen und habe dazu wieder eine Umfrage vorbereitet. Und sehe jetzt, dass das doch, genau. Und die würde ich jetzt starten. Sie können dort mehrere Dinge ankreuzen und das erzähle ich Ihnen dann noch. Die erste Frage ist, es geht ja heute um Pädagogik. Also der Titel lautet, warum oder wozu brauchen Hörgeschädigte Pädagogik? Also ist für mich meine erste Frage, mit welchem Begriff verbinden Sie Pädagogik? Ich starte das jetzt mal. Und das können Sie jetzt anklicken. Verbinden Sie das mit dem Begriff Bildung, Erziehung oder Entwicklung? Sie können auch mehreres ankreuzen. Ah, manche sind schon bei der zweiten Frage, genau. Welche Pädagogik kennen Sie? Verändert sich noch was? Haben noch nicht alle abgestimmt. So, 5 Sekunden. So, jetzt beenden wir die Umfrage und schauen uns das Ergebnis an. Sehen Sie das Ergebnis oder muss ich meinen Bildschirm teilen? Marisa, sieht man das Ergebnis? Oder muss ich meinen Bildschirm teilen? Nee, musst du teilen. Ich sehe nichts. Dann mache ich das mal. So, jetzt sieht man das Ergebnis der Umfrage. Marisa, kannst du mir mal Rückmeldung geben? Ich sehe hier gerade nicht das Ergebnis, aber es mag auch an mir liegen. Ich sehe es. Gut. Jetzt sehe ich auch, Dankeschön. ja. Dankeschön. Ich ziehe es mal ein bisschen auf die Seite. Also, mit dem Begriff Pädagogik verbinden eigentlich alle so also zu gleichen Teilen. Barbara, einen Moment. Kannst du mal auf Resultate freigeben klicken? Ach, danke. Hallo, Auch eine Idee. Ja. beendet. Also. Ungefähr gleich verteilt. Die Assoziation zu Pädagogik, die Verbindung, da sind die Begriffe Bildung, Erziehung und mit ein bisschen weniger Entwicklung. Also ein bisschen mehr Erziehung, ein bisschen weniger Entwicklung. Von jemand, ich höre von jemandem gerade so Nebengeräusche. Das möchte gerne darum bitten, das Mikrofon stumm zu schalten. Danke. So, dann habe ich ja noch eine andere Frage gestellt. Welche Pädagogik kennen Sie? Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet und dann ist mir eingefallen, es gibt ganz, ganz viele Zusammensetzungen mit Pädagogik. Friedenspädagogik kennen 20% der Leute, die hier abgestimmt haben. Sozialpädagogik ist ziemlich bekannt. Sonderpädagogik, das überrascht uns nicht, dass das hier unter diesen Teilnehmern dann eben auch sehr bekannt ist. Museumspädagogik kennen immerhin auch die Hälfte.
Erlebnispädagogik, ja, auch bekannt, und Heilpädagogik. So, das ist jetzt eigentlich eine schöne Steilvorlage für meine Begrüßung von Frau Zirigottis. Ich lasse es noch einen Moment stehen. Ich könnte Sie eigentlich jetzt auch mal gleich fragen, mit welchem Begriff verbinden Sie denn Pädagogik? Ich habe mich, ich fand das spannend, die Fragen, die Sie gestellt haben. Ich verbinde sie mit allen. Ich habe auch selber alle Häkchen an alle drei gemacht. Das gehört für mich alles zusammen. Okay. Und wenn ich mir so meinen eigenen Werdegang angucke, dann habe ich natürlich Pädagogik studiert. Ich habe Hörgeschädigtenpädagogik studiert. Für mich ist es aber immer wichtig gewesen, nicht nur den Bereich Bildung und Erziehung anzugucken, sondern genauso auch den Bereich der Entwicklung. Ich habe als Klassenlehrerin natürlich Bildungspläne im Auge. Ich habe aber 25 Jahre lang im Bereich Frühförderung und auch 10 Jahre im Bereich vom CI-Zentrum in der Elternberatung gearbeitet. Und da steht der Bereich der Entwicklung doch viel mehr im Fokus. Und wenn wir jetzt mal zu diesen verschiedenen Pädagogiken, das gibt es nicht, aber ich sage das jetzt mal so, kommen. Es gibt noch mehr, viel mehr. Erkennen Sie dort, also ich habe das deshalb hier mit aufgeführt, weil ich denke, wenn ein Begriff so vielfältig verwendet wird, dann sollte ja vielleicht von allem was irgendwo immer dabei sein. Ja? Also Friedenspädagogik, Sozialpädagogik, Sonderpädagogik, Museumspädagogik, Erlebnispädagogik, Heilpädagogik, das geht noch weiter. Glauben Sie, dass da der Begriff Pädagogik jeweils richtig ist oder meint es vielleicht was anderes jeweils? Oder ist das jetzt schwer auf einmal zu sagen? Es geht ja dabei immer darum, dass Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sich entwickeln sollen und nachdem sie den Genuss von Pädagogik gehabt haben, irgendwie ein Stückchen weiter sind. Und das ist dann egal, in welche Richtung weiter. Weiter in Bezug auf eigene Ziele, dass sie der Neugier aufs Leben mehr Handwerkszeug gekriegt haben, also im Bereich von Schule. Oder wenn wir jetzt an Hörgeschädigtenpädagogik denken, dass sie Kontakt gehabt haben mit Menschen, die sie ein Stück begleitet haben und die viel über Hörschädigung gewusst haben und über CI und wie man damit lernt, wie man damit kommuniziert. Genau. Alles. Ich denke, zu einer Abgrenzung kommen wir vielleicht noch im Laufe unseres Gesprächs, nämlich zu der Abgrenzung Sozialpädagogik und Sonderpädagogik. Ich denke, das ist nochmal ganz interessant. Jetzt schließe ich deinen Bildschirm. Moment, wie geht das denn jetzt wieder? Ach nee, stoppen da oben. Ja, ich bin auch noch nicht ganz drin wieder im neuen Jahr. So, jetzt müsste das vielleicht weg sein. Ist das so? Ist diese Antwort? Ja, gut, super. Ja, Frau Zirigottis, vielleicht sagen Sie uns erstmal, wer Sie sind. Ja, Cornelia Zirigottis. Ich habe gerade schon erzählt, ich habe Hörgeschädigtenpädagogik studiert. Ich benenne das auch immer mit diesem Wort, weil es die spezifische Ausrichtung auf das Hören zeigt. Ich habe das getan, da hieß die, es ist noch Universität, noch nicht Universität, sondern hieß Abteilung für Heilpädagogik. Und auf meiner Ernennungsurkunde steht Sonderpädagogin. Also das sind aber letztendlich, sagen diese Begriffe dann doch weniger über das aus, was ich gemacht habe. Ich habe als Klassenlehrerin gearbeitet und 25 Jahre eben in der Frühförderung Familien begleitet und habe während der Zeit auch eine Ausbildung in systemischer Familientherapie und Beratung gemacht, weil ich gemerkt habe, dass es um mehr geht als um Pädagogik, dass es wirklich auch darum geht, was passiert eigentlich in einer Familie, wenn da eine Hörschädigung oder ein CI so als Familienmitglied mit eintritt, sozusagen. Wie viel Alltag, wie viel zirkuliert das ganze Geschehen eigentlich um dieses Thema? Das hat mich sehr weitergebracht und dann habe ich in den letzten 10 Jahren meiner hauptberuflichen Tätigkeit habe ich Bildungs- und Beratungseinrichtungen für Hörgeschädigte
geleitet in Frankfurt. Ich sagte, ich benutze diesen Ausdruck, weil er mehr sagt als Schule. Es sind überall Frühförderstellen angetroffen, die die ganze inklusive Versorgung von Schülern, die an allgemeinen Schulen als für geschädigte Kinder und Jugendliche lernen, die passiert auch in den meisten Bundesländern über die hörgeschädigten Schulen oder eben über diese Bildungs- und Beratungszentren. Mhm. Ja, das habe ich gemacht. Und mein Herz, das wollte ich noch erzählen, mein Herz hat immer daran gehangen, am Empowerment sozusagen, daran Kinder und Jugendliche und Eltern zu stärken, im Umgang mit der eigenen Hörschädigung, im Umgang damit, dass ich ein hörgeschädigtes Kind habe und dass meine Ideen darüber, wie ich als Eltern sein will, auch ganz schön über den Haufen geschmissen werden erstmal. Das hat mir immer am Herzen gelegen. Ich wollte Sie jetzt nämlich auch noch mal fragen, Sie haben ja eine sehr vielfältige berufliche Laufbahn hinter sich mit vielen verschiedenen Tätigkeitsfeldern. Vielleicht könnten Sie uns mal sagen, mit welchen Vorstellungen Sie am Anfang als junge Frau nach Ihrem Studium oder vielleicht auch schon während Ihres Studiums sozusagen in die verschiedenen Situationen reingegangen sind und was haben Sie gelernt im Laufe Ihrer beruflichen Erfahrung und auch Ihrer Lebenserfahrung? Was würden Sie sagen, wenn jetzt junge Menschen so anfangen, wie Sie auch angefangen haben? Was würden Sie sagen, was ist wichtig? Wertschätzung und Respekt meinem Gegenüber. Das fällt mir so als Stichwort ein. Ich habe am ersten Tag, als ich in Aachen an der Schule anfing, wurde ich zum Vertretungsunterricht in eine Gruppe Jugendlicher geschickt. Ich hatte kein Mathebuch dabei, die hätten Mathe gehabt. Da saßen auch aus einer anderen Klasse so eine differenzierte Mathegruppe, waren also 14 Schüler. Und als ich den Mund aufmachte, machten alle 14 wie auf Kommando ihre Hörgeräte auf und haben gesagt, was sie hier erzählen, interessiert uns ein Scheiß. Das war so meine erste Erfahrung und ich hab diese Klasse hinterher als Klassenlehrerin übernommen und habe einen sehr guten Zugang zu den Schülern gefunden. Das heißt aber auch, dass man auch respektieren muss, dass die auch nicht immer pädagogisch überschüttet werden wollen. Ich habe mir dann, glaube ich, von einem ein Mathebuch geliehen und habe gesagt, wo steht ihr denn gerade und wo habt ihr denn Schwierigkeiten? Und dann sind wir so an den Schwierigkeiten, haben wir uns entlang gehangelt. So ging das weiter. Also zugewandt war wichtig. Und das sind mehr, das sind ja auch Persönlichkeitsmerkmale beziehungsweise Soft Skills, die viel wichtiger sind als nur das Wissen über alles, was man sonst auch noch wissen muss. Und das ist eine ganze Menge. Mhm. Also auch immer am Ball bleiben, sich weiterbilden, das fand ich auch immer sehr wichtig. Das würde ich den jungen Kolleginnen und Kollegen als Rat geben. Mhm. Haben Sie in Ihrer Zeit, als Sie in der Frühförderung tätig waren, auch mal so erlebt, dass Leute quasi ja, von Ihnen ein ganz anderes Bild hatten als das, was Sie gerne vermitteln wollten? Also da ist jetzt eine Person, die sagt mir, wie ich es machen muss. Ich glaube, das weniger, sondern was ich also jetzt so als Rückmeldung von Eltern auch noch kriege, auch so jetzt in der Zeit, wo ich das nicht mehr mache, wo ich Kontakt zu Ehemaligen habe, die mir erzählen, dass der Sohn jetzt Abitur gemacht hat oder so, dann ist es eher das offene Ohr gewesen, was ihnen wichtig gewesen ist. Es ist weniger wichtig gewesen, Rezepte zu vermitteln und zu sagen, so, das machen Sie jetzt so, Auto, Puppe, Ball, sondern die Frage, wie sehen Sie Ihr Kind? Wo drückt Sie der Schuh? Was sollen wir hierzu machen? Wobei kann ich Sie unterstützen? Sie sind Expertin für den Alltag mit Ihrem Kind und ich weiß eine ganze Menge über Hörschädigung und kenne eine Menge Kinder in ihrer Entwicklung und so können wir hier unsere Expertise zusammenbringen. Das war oft es gab oft Eltern, die einfach erwartet haben, dass ich so bin, dass ich jetzt komme und sage, so, jetzt hier das und das und das. Eine Mutter hat mich mal gefragt, die Frau Professor in der Klinik hat mich gefragt, wie das denn eigentlich ist mit dem Hörtraining. Ich hatte dann kein Hörtraining gemacht mit dem Kind. Die Mutter hatte mir aber vorher erzählt, als ich kam, dass sie in der Spielgruppe so Dinge gebastelt haben, die das Kind schon greifen konnte, die rappelten. Und dann habe ich gesagt, was für Hörtraining, das haben Sie hier gemacht, gucken Sie mal, was Sie hier gemacht haben.
Und die lächelte dann verschmitzt und sagte, ach, Sie arbeiten sozusagen mit mir. Die hatte das so ein Stück durchschaut. Aber das eben zu stärken und zu gucken, was ist da. Mhm. Ja, und das ist unterschiedlich. Es gibt sicherlich Familien, wo man sich auf den Boden setzt und erstmal was spielt und sagt, komm, wir machen das zusammen. Und wo man nicht so erwarten kann, dass da sich so reingedacht wird oder so, wo ich dann auch immer mal erzähle. Boah, jetzt hat sie das gemacht. Haben Sie das auch gesehen? Ja, toll. Macht sie das öfter? Oh, schön. Warum haben Sie gerade gesagt, Autopuppe, Ball oder so ähnlich? Ich weiß nicht mehr, ob ich die alle richtig... Ja, das werden so, wenn so ältere, hörgeschädigten Pädagogen irgendwie hier mit zuhören, dann werden die sich erinnern, dass es sowas wie einen systematischen Sprachaufbau in den 60er und 70er Jahren gab. Und das waren so die ersten Worte, die wichtig waren. Autopuppe, Ball, das, womit ein Kind spielt, ablesewirksam und artikulatorisch dann erarbeitet. Hol den Ball, hol das Auto, hol die Puppe. Auch mit der Verdeckung des Puppe und so weiter. Aber das ist, wie gesagt, man merkt daran, dass ich schon im fortgeschrittenen Alter bin und ist sicherlich auch nochmal eine Geschichte der hörgeschädigten Pädagogik so aus von den 60ern an über meinen Vater mitbekommen habe und hat sich jetzt ganz viel, jetzt sind Lehrer Lernbegleiter, die lassen Kinder entdecken und sortieren das hinterher mit ihnen und lassen sie das präsentieren. Also das sind ganz andere Formen von Pädagogik, auch denen wir mittlerweile auch in allgemeinen Schulen begegnen, aber eben auch in hörgeschädigten Schulen. Hat es was mit der Technikentwicklung zu tun? Das hat mit ganz, nicht nur mit der Technik, also das ist, wäre in Bezug aufs Hören, dass sich was verändert hat, aber dass sich die Pädagogik verändert hat, hat was mit der Studentenbewegung, mit überhaupt mit der Entwicklung zu tun. Dass entwicklungspsychologische Themen interessanter sind insgesamt. Und wenn ich mir das letzte Jahr angucke, ich würde gerne einen Blog über Homeschooling und mal wissen, wie sitzt es denn, wie sieht es denn in den Haushalten aus, wo hörgeschädigte Kinder jetzt zu Hause von ihren Eltern homebeschult werden. Das ist ja auch ein spannendes, eine spannende Veränderung. Ja, dazu machen wir dann 2022 vielleicht noch Talk, wenn Sie Ihre Studie dazu abgeschlossen haben. Nee, ich habe keine. Nein, ich weiß, aber vielleicht machen Sie eine oder also zumindest vielleicht einen Eindruck von den Zuhörern hier immer mal. Das ist eine gute Idee. Oder so. Genau. Ich würde das mal weitertragen. Ja, wie die Erfahrungen so sind, genau. Ich weiß noch, früher wurde auch das Mundbild verdeckt. Das macht man heute, würde ich sagen, auch nicht mehr. Wenn man mit hörgeschädigten Kindern etwas trainiert. Also das assoziiere ich mit Hol die Puppe. Ja, oder auch spätere Modelle Schmidt-Giovannini oder so, die sehr hörgerichtet gewesen sind. Es hat viele Ansätze gegeben. Inzwischen, auch ich habe mich da bewegt im Laufe der Jahre und verfolge im Moment mit großem Interesse alles, was mit dem Thema bilingual zu tun hat. Gut, das ist nochmal eine ganz besondere Situation. Ne? Kann man denn so sagen, dass die hörgeschädigten, also erstens, erste Frage, gibt es die hörgeschädigten Pädagogik in Deutschland? Also gibt es sozusagen so eine Lehrmeinung, eine Richtung oder so, wo man sagen kann, so ist das in Deutschland? Oder gibt es nach wie vor viele verschiedene Ansätze, viele verschiedene Methoden, die sich dann nicht nur in Nuancen unterscheiden, sondern wirklich richtig auch in der Auffassung, welche Rolle das Kind einnimmt, welche Rolle die Familie spielt, welche Rolle der Pädagoge oder auch, ist ja auch nochmal so ein Begriff, der Therapeut spielt. Also ich denke, dass das sehr vielfältig ist, dass unsere Ausbildungs- oder Studien, unsere Universitäten, wo hörgeschädigten Pädagogik gelehrt wird, auch jeweils unterschiedliche Ansätze, sowohl was die Praxis angeht, haben, als auch was die Forschung angeht. Und das in der Vielfalt liegt eigentlich so ein bisschen auch der Reiz. Ich habe in Frankfurt, als ich Schulleiterin war, Kollegen gehabt, die in Heidelberg studiert hatten. Dann kam eine aus München. Das war ein bisschen schwierig, weil die Bayern ja auch mal nochmal eigene Lehrerausbildungen hatten. Ich hatte Kollegen dabei, die aus Hamburg kamen und wunderbar gebärden konnten schon und das mitbrachten. Und ich hatte welche dabei, die aus Berlin waren oder nach Berlin zurückgegangen sind. Das fand ich schon sehr spannend.
Und dass wir ja auch immer noch so, selbst, also wenn ich an die Lehrerausbildung denke oder die Referendarzeit, was eine Referendarin, worauf die ihr Augenmerk richten muss, ist auch in den Bundesländern unterschiedlich. Also da haben wir so eine Heterogenität wie im Leben auch. Ich meinte jetzt mehr so die Richtung Hörsprachfrühförderung, also Sprachanbahnung und so weiter. Also ich weiß nicht, viele von Ihnen oder von euch wissen das, dass ich auch eine kleine Tochter mal hatte, die ist inzwischen groß. Also ich habe sie noch, aber sie ist groß. Und dort sind wir eben auch an verschiedenen Stellen angedockt, was die Förderung anging. Und wir mussten bestimmte Aufgaben erfüllen, bekamen Aufgaben zu Hause, die wir machen mussten. Und ich weiß selber, als junge Mutter war ich häufig sehr nervös, bevor es dann wieder zu der Therapeutin ging. Und da hatte ich mal das Gefühl, wir haben zu wenig gemacht die Woche. Und mein Kind war nicht in der Verfassung, das alles hinzukriegen. So ein Mist. Und jetzt, also das ist so die Frage für mich. Das ist ein Paradigmenwechsel vielleicht. Und das ist also meine Frage, gibt es da einen Paradigmenwechsel in ganz Deutschland oder gibt es nach wie vor auch Schulen, die mit so einem sehr stark strukturierten Vorgehen ans Werk gehen? Ich denke, dass es einen Paradigmenwechsel gibt oder gegeben hat. Und ich denke, dass es auch noch Kolleginnen und Kollegen gibt, die auch das strukturierte Vorgehen bevorzugen. Idealerweise mischt sich auch das in einem Team, sodass man sagen kann, oh, bei diesem Kind, das hat so viele Jahre jetzt das gehabt, wäre es ganz gut, wenn man zur Schulvorbereitung noch mal so eine strukturierte Einheitenblase oder sowas dazu käme. Ich bin selber da immer sehr, sehr vielfältig gewesen und habe auch geguckt, was passt zu dieser Familie. Das Team, in dem ich jahrelang gearbeitet habe, hat den Schwerpunkt auch auf Eltern-Kind-Interaktion gelegt, zunehmend zu sagen, hier, ein Kind lernt hören und sprechen nicht in einer Stunde in der Woche, sondern es lernt es im Alltag. Und wie sieht der Alltag dieses Kindes aus und wo sind da Ressourcen, die dazu führen, dass das Kind in der Familie das gut lernen kann. Und mein Ziel wäre eher, dass die Mutter sich darauf freut, wenn ich komme, anstatt vorher irgendwie nervös zu sein. Ich finde das ein Kompliment an eine Frühförderung, wenn da nicht geputzt ist, extra für mich. Okay. Ich würde vielleicht schon mal an der Stelle, jetzt ungewöhnlich früh für den Lautstark-Talk, aber trotzdem, ich denke, es wäre interessant, einfach mal zu gucken, gibt es Fragen, gibt es Anmerkungen hier von den Teilnehmerinnen? Marisa, du hast den Chat im Blick. Gibt es da schon irgendetwas, wo wir mal jemandem das Wort geben können? Momentan noch nicht. Herr Marcin Enderle spricht, aber wir hören ihn nicht. Ich höre ihn leider immer noch nicht. Er ist jetzt noch stumm gestellt. Ich höre ihn trotzdem nicht. Kommt trotzdem nicht an. Mögen Sie Ihre Frage in den Chat schreiben? Gut. Gibt es denn, bis das im Chat ist, Herr Klein hat... Ja, meine Frage ist, wird noch unterschieden zwischen gehörlosen und schwerhörigen Schülern oder gibt es da auch Vermischungen oder sind da zwei verschiedene Kulturen? Wie verhält sich das mittlerweile oder wie war es früher, wie ist es heute? Das ist meine Frage so. Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist, auch je nach Größe einer Einrichtung. Also dadurch, dass viele Schülerinnen und Schüler ja heute inklusiv beschult werden, sind die Schülerinnen und Schüler, die an einer Schule für Hörgeschädigte sind, sehr heterogen. Und manchmal gibt es dann Jahrgangsgruppen, in denen gehörlose und schwerhörige Schüler zusammen unterrichtet werden. Und so wie die Grenzen fließend sind, ja,
ja auch bei den Kindern und Jugendlichen sind da auch die Grenzen fließend. Und dann macht man zusammen Deutsch oder Sprache, gegebenenfalls auch in einer klassenübergreifenden Lerngruppe. Also ich weiß, dass die Schulen sich da sehr kreativ und mit sehr viel Bemühen auch für eine optimale Förderung bewegen. Und dass es nicht immer geht, jedem Schüler eine Klasse zu backen, in dem nur Schüler so sind wie er oder sie, sondern dass man auch lernen muss, mit anderen Hörschädigungen auszukommen. Und das ist also auch so der Punkt, weshalb ich denke, dass auch hier Bilingualität durchaus ein hilfreicher Ansatz ist. Ich erinnere mich an so beispielhafte zwei Parallelklassen in meiner Frankfurter Schule. Die beiden Lehrerinnen haben zusammen im Teamteaching, die eine gebärdet, die andere lautsprachlich, und die Schüler mussten sich zum Teil knubbeln, weil sie dann eine große Gruppe hatten. Die einen saßen auf dem Boden unten im Halbkreis und die anderen auf den Stühlen, und die haben da Sachen über Regenwürmer irgendwie, ich habe da ganz viel über Regenwürmer gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich alles selber nicht gewusst habe. Aber eben so ein Sachunterricht bilingual, da kommt es dann nicht drauf an. Da war ein Gehörloser bei, der vollkommen gebärdenorientiert war, und da waren fröhliche Schwätzer bei, die neben ihrer Hörschädigung sicherlich auch eher noch ein anderes Päckchen in ihrem Rucksack hatten, und die haben da zusammen gelernt, und das war schon, das finde ich schon spannend. Also solche Ansätze hätte ich dann auch immer eher unterstützt. Einmal ganz kurz von mir eine Zwischenbemerkung zum Thema Bilingualität oder eine Frage an Sie. In so einem Kontext, wie Sie das beschreiben, leuchtet das ja sofort ein. Also wären es englische und französische Schüler, wird auch kein Mensch darüber nachdenken, dass es sinnvoll ist, wenn beide Sprachen können. Wie sehen Sie denn die Forderung nach Gebärdensprachunterricht in Schulen, die eigentlich eher ja, normal hörend orientiert sind? In Regelschulen, Entschuldigung. Also hörgeschädigte Kinder gehen in eine Gebärdensprache, eine Fremdsprache ist und auch als Zweitsprachangebot an einem normalen Gymnasium. Ja. Darüber ist eigentlich Professor Claudia Becker in Berlin sehr spezialisiert, weil die sich um die Anerkennung bemüht und sagt, das ist ähnlich wie mit dem Friesischen. Ja, das Friesische darf an einem Gymnasium in Friesland gelehrt werden oder darf Sprache sein, und so wollen wir das auch mit der Gebärdensprache haben. Und das andere ist, was ist die Unterrichtssprache? Die Unterrichtssprache an einer hörgeschädigten Schule sollte eben auch beides gegebenenfalls sein. Also Sie finden das erstmal eine gute Idee, wenn ein gebärdensprachlicher Schüler sind? Vertiefend, wenn man vertiefend in die Wissenschaft guckt, da bin ich aber auch zu sehr Praktikerin, als dass ich immer so, ich schöpfe immer so oben das Fett ab von der Wissenschaft, von dem ich glaube, dass es für mich nützlich ist. Denke, dass es große Auswirkungen auf das Lernen hat, auf das positive Lernen hat, wenn ein Kind früh auch mit der Gebärdensprache gelernt hat. Gut, jetzt bin ich wieder ein bisschen still, weil jetzt gucke ich mal, ob es noch... Wir hatten ja einen Versuch, was zu sagen, der nicht geklappt hat. Gibt es Fragen, gibt es Anmerkungen dazu, zu dem, was wir bis jetzt besprochen haben? Die eine Frage ist jetzt eingereicht worden, und zwar lautet sie: Wie ist die heutige Inklusion in der Schulbildung? So ist die Frage gestellt. Ich bin jetzt mit den Zahlen von 2020 nicht so gut drauf. Das, was ich im Kopf habe, ist so älter. Und ich denke, dass zunehmend mehr Schüler inklusiv beschult werden. Und stelle natürlich auch fest, wenn ich so über den Tellerrand gucke, dass es in den Bundesländern auch sehr unterschiedlich organisiert ist, dass die Versorgung mit hörgeschädigten Pädagogen in Nordrhein-Westfalen ist, anders ist als in Hessen oder eben auch in allen 16 Ländern unterschiedlich.
Also wenn Sie mich fragen würden, was denken Sie, was ein inklusiv beschultes Kind braucht, da wüsste ich eher eine Antwort. Da würde ich sagen, es hat ein Recht auf ausgesprochen gut ausgebildete Begleitung, die was davon versteht, wie Lernen mit Hörschädigung geht, die was davon versteht, wie... ja, wie gelernt wird auch. Auch das, was man Eltern schon früh erzählt, ist, dass mit einer Hörschädigung hört ihr Kind nichts Zufälliges. Wenn ich mich an meine eigene Kindheit erinnere, ich habe ja davon gelernt, dass ich Dinge mitgekriegt habe, die ich gar nicht hören sollte. Ja, das hat einen großen Teil meines Lernerfolges ausgemacht. Und ein hörgeschädigtes Kind braucht eine direkte Ansprache, eine direkte Vermittlung. Das kriegt nichts zufällig mit, dass, wenn die Eltern sagen, aber sie ist doch jetzt auch aufgestanden und zur Tür gegangen. Dann habe ich gesagt, sage ich, jemand machen, das hat sie gemacht, weil alle das gemacht haben. Oder daran hat sie sich orientiert. Oder wenn die Schwestern die Schwimmsachen einpacken, warum soll die kleinste Schwester da nicht auch ihre Badehose rausholen? So, die wissen, wenn die Mama Pumps anhat, dann fahren wir in die Klinik. Und wenn die Mama Latschen anhat, dann gehen wir auf den Spielplatz. Das hat die nicht gehört. Das hat die sich, wenn sie fit ist, hat die sich das erschlossen aus der Umwelt. Also was, das alles hat ja, ist ja ein Fachwissen, was da so nebenbei raussprudelt. Und jedes Kind hat einen Anspruch darauf, auch mit Fachwissen, dass ihm mit Fachwissen über Hörschädigung begegnet wird. Also das zum Thema Inklusion. Und da ist sicherlich noch viel im Argen, wenn ich daran denke, dass in einigen Bundesländern so eine Hörgeschädigtenpädagogik dann so eine Ambulante dann zweimal im Jahr dahin fährt und dann sozusagen die Lehrerin unterrichtet, wie das geht. Und die muss sich, da soll das dann umsetzen und sich nicht bevormundet fühlen. So, das hat Ihre Frage, glaube ich, nicht so ganz befriedigend beantwortet. Aber das zeichnet mich aus, dass eigentlich ich eher noch mehr Fragen auslöse, als Antworten gebe. Ja, wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Matthias Schulz hat sich ganz lange jetzt schon gemeldet. Das ist richtig. Mein Name ist Matthias Schulz aus Hamburg. Ich möchte kurz etwas von Erfahrung einer hörgeschädigten Lehrerin erzählen. Und zwar, ich war auf einer Schwerhörenschule in Hamburg damals. In Hamburg war es ja so, dass die Schwerhörenschule und die Gehörlosenschule damals getrennt waren. Jetzt sind die zusammen. Und die Klassenlehrerin, die ich damals mal hatte, die war sehr darauf bemüht, dass wir Schüler alle fit fürs Leben gemacht werden. Das heißt, sie hat uns sehr in der Lautsprache gestärkt und die Gebärdensprache war in der Schule damals nicht so populär gewesen. Ja klar, wir hatten auch keine gehörlosen Schüler sozusagen. Was sie mir aber jetzt erzählt hat, ist, dass sie viele Mitschüler von früher noch kennt und sie auch noch Kontakt zu denen hatte, die inzwischen jetzt auch in der Gebärdensprache leben, weil sie das für sich neu entdeckt haben und sie jetzt plötzlich nicht mehr schöne Weihnachtskarten vernünftig in Deutsch schreiben können und auch deren Aussprache sich etwas verschlechtert hat, so wie sie es in Erinnerung damals hatte, als sie Kinder noch Schüler waren. Was sagen Sie dazu? Ja, da hat sich vielleicht was verändert. Die Schüler, die ihr schöne Weihnachtskarten geschrieben haben, sind 30 Jahre weiter, schreiben die ihrer Grundschullehrerin in Hamburg-Bergedorf, ist der erste Ortsteil, der mir gerade einfällt, ich kenne mich in Hamburg nicht aus, schreiben die vielleicht eine Weihnachtskarte. Dass die Schüler sich verändert haben und dass es viel schwieriger ist, auch zu so einem Schriftspracherwerb zu kommen, gerade ohne Gebärdensprache gegebenenfalls, das liegt mit an der Veränderung. Da muss man, da hat die Pädagogik auch große Aufgaben. Ja, aber auf der einen Seite stimmt mich das auch ein bisschen traurig, wenn die Lehrerin jetzt plötzlich von ehemaligen Schülern Weihnachtskarten bekommen, wo die Schriftsprache sich um einiges verschlechtert hat, als sie früher mal war. Ich glaube, dass jemand, der an einer Hauptschule unterrichtet oder selbst jemand, der an der Universität lehrt, den gleichen, das Gleiche beobachtet. Dass der dass die Sprachkompetenz insgesamt ja auch ein Stück runtergegangen ist, wenn ich mir angucke, wie so
Patenkinder oder Nichten und Neffen so schreiben. Das ist auch, da hat sich was verändert insgesamt. Also ich will damit nicht, ich will damit nur sagen, ich glaube, dass es kein Allgemeinrezept gibt und dass es keinen Fokus gibt. Ihre Lehrerin hat den Fokus auf bestimmte Sachen gerichtet und hat die Schüler dazu gehabt, die darauf angesprochen sind. Und sicherlich wird es auch in ihrer Klasse welche gegeben haben, die nicht so wunderbar, sie werden nicht alle gleich geschrieben haben. Vielleicht kann ich mal als Linguistin noch was dazu sagen. Sprache und auch Schriftsprache muss ja gelebt werden. Das ist ein lebendes System. Und wenn es nicht gelebt wird, dann wird es auch zurückgehen. Also man kennt das ja von Leuten, die zum Beispiel auswandern oder so nach Amerika. Wenn die kein Deutsch mehr sprechen und dann irgendwann nach 40, 50 Jahren von einem deutschen Fernsehsender oder so interviewt werden, dann hört man häufig ja auch dass die einfach im Deutschen unsicher sind und dann eben einfach doch mehr englische Einflüsse drin haben, auch grammatisch und so weiter. Also von daher, gerade jetzt zum Thema Schriftsprachlichkeit, glaube ich, sollte das ein ganz wichtiger Fokus sein für alle Schüler, dass das noch viel mehr im Alltag und sehr lebendig vermittelt wird. Also wenn ich das jetzt mal vom Lehrplan des Gymnasiums meiner Tochter aus beurteile, war das sehr, sehr, sehr traurig, wie da mit der Sprache insgesamt umgegangen wurde und wie den Schülern häufig das Schreiben eigentlich verleidet wurde und so wenig angebunden war an Alltagstauglichkeit, an Bedürfnissen der Kinder und so weiter. Also das, denke ich, ist ein großes Thema und natürlich noch ein viel größeres Thema, würde ich denken, auch für hörgeschädigte Menschen, Kinder, Jugendliche, für die Schriftsprache einfach ja auch nochmal ein ganz großer Schlüssel zur Welt ist. Aber wenn es eben nicht gelebt wird, dann hat es einfach geringere Chancen, sich auszubilden, sich zu verfeinern, zur Routine zu werden und so weiter. Und das könnte natürlich dann auch der Hintergrund sein, wenn dann die Weihnachtskarten nicht mehr so schön aussehen. Frau Bartlina. Ich hätte noch ein anderes Thema, was mich interessieren würde. Es ist in den einzelnen Bundesländern ja sehr unterschiedlich, wer die Frühförderung macht. Und in sehr vielen Bundesländern ist es so, dass hörgeschädigten Pädagoginnen und Pädagogen, die im Unterricht tätig sind, am Nachmittag dann noch einige Frühförderfamilien haben. Und in anderen Bundesländern ist es so, dass es in der Frühförderung ausschließlich hörgeschädigten Pädagogen oder auch Heilpädagoginnen arbeiten, die aber nicht in der Schule arbeiten. Und ich finde, das hat verschiedene Aspekte. Also ich tendiere immer wieder dazu, dass es fast besser ist, mit möglichst unvoreingenommen auf die Familien zuzugehen. Und ich erlebe in meinen Fortbildungen ganz oft, dass Lehrerinnen aus den Förderzentren sagen, solche Kinder kennen wir nicht, wenn ich meine Filme zeige. Und ich habe immer ein bisschen Sorge, dass die zu sehr ihr Klientel vor Augen haben, dass sie in der Förderschule unterrichten. Aber die hörgeschädigten Kinder ist ja eine viel, viel größere Gruppe. Wie sehen Sie das denn? Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Also ich habe auch mal zu denjenigen gehört, die sich darum bemüht haben, dass Kolleginnen in den Frühförderteams durchaus auch ausschließlich Frühförderung betreiben und sich da sozusagen auch professionalisieren und diesen Bereich der Inklusion mit im Blick haben. An meiner letzten Schule war das so, dass in dem Team, was in die inklusiven Schulen fuhr, Kollegen waren, die auch Klassenlehrerinnen an der Stammschule waren. Und ich habe sie gefragt, findet ihr das nicht belastend? Da haben die gesagt, nein, wir finden diesen Austausch gut. Wir wollen das machen. Also zwei Dinge kann man gegebenenfalls machen. Das war aber eine Spezialität schon von der Schule. Schulleitungen machen das oft, weil es dann einfacher ist, einen Stundenplan zu bauen, dass man so morgens ist. Es erfordert so viel Umswitchen auch in der Rolle. Ja? Wenn ich morgens Lernbegleitung
Schulleiter für Schüler bin und nachmittags dann Eltern in der Erwachsenenbildung sozusagen tätig bin, sind von mir ganz andere Kompetenzen erfordert. Und die muss ich dann im Auto schnell umziehen. Das ist nicht so einfach. Und Sie haben ja daraus gehört, dass Frühförderung für mich Erwachsenenbildung ist. Das ist nicht das Spielen auf dem Boden mit dem Kind und ach, da nehme ich doch diesen Bauklotz noch mit. Ja, also ich denke auch, dass das nahezu ein anderer Beruf ist, ob man eine Familie mit einem gehörlosen oder schweren Baby begleitet oder eine vierte Klasse unterrichtet. Und was mir manchmal, also was, wo ich immer heftige Diskussionen in meinen Fortbildungen erlebe, ist zu dem Punkt, unsere Erwartungshaltung prägt unser Handeln. Und ich sehe, dass wenn man so sehr in diesem Förderschulbereich drin ist, wie man es zwangsläufig als Lehrerin ist, zu wenig offen auf so auf jede neue Familie zugehen kann. Also ich kann mit diesem Satz sehr wenig anfangen. Mit was von der Erwartungshaltung gehe ich denn hin? Also die Kunst in der Beratung oder in der Frühförderung liegt darin, erwartungslos und offen in eine Familie reinzugehen und zu sagen, guten Tag, wie kann ich Sie unterstützen? Wo stehen Sie zurzeit? Also das ist mir auch fremd, aber ich bin ja auch immer schon ein bisschen ein exotischer Vogel gewesen. Ich meinte jetzt Erwartung in Bezug, was ist an Entwicklung möglich? Das meinte ich. Also ich könnte ja, an Entwicklung möglich ist, ist aber schon auch bei diesem Kind möglich. Und bei dem anderen Kind ist etwas anderes als an Entwicklung möglich. Wenn ich mir so eine Handvoll Kinder angucke, ohne jetzt mal vollkommen weggedacht von der Hörschädigung, das wären so ganz hörende, dann sind da fröhliche kleine Schwätzer bei. Dann sind da super Weltentdecker bei, die sich die Arbeit suchen, ja, die man keine 5 Minuten alleine lassen kann, weil die schon wieder was Interessantes gefunden haben. Dann sind da introvertiertere Kinder bei, an die man die Welt ein bisschen herantragen muss. Dann sind da Träumer bei, die eigentlich sehr interessiert sind, aber auch die Hälfte der Zeit anderen Gedanken nachgegangen sind. Und so ist das bei Hörschädigung auch. Und ich muss als Frühförderin lernen, mit welchem Kind habe ich es zu tun und mit welcher Familie habe ich es zu tun. Also ich könnte mir ohne Erwartungen und dann kann ich mal hingehen und so sagen, so, dass dieser Teil jetzt, wir waren ja beim letzten Mal, als Sie Ihren Talk hatten, auch beim Thema Test, jetzt kann ich mir mal angucken, ja, was kann eine Dreijährige? Ist das spannend zu gucken, was kann eine Dreijährige oder ist es spannender zu gucken? Ihre Dreijährige, als ich sie mit einem Jahr kennenlernte, konnte sie das. Jetzt kommt das. Diese ganze Linie nachzuzeichnen und zu sagen, boah, wir haben viel geschafft. Oder ihr Kind hat viel geschafft. Das ist eigentlich eher so das, was so mein Ansatz. Also ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass wenn man eben in einem bestimmten Ausschnitt der Realität verhaftet ist beruflich und dazu gehört ja auch viel Herzblut, denke ich, das zu tun, dass einen das natürlich schon prägt im Hinblick auf, einfach also unterbewusst eher prägt im Hinblick auf das, was man für normal hält vielleicht und man dann schon sehr, wie Sie das ja vorhin auch angedeutet haben, dann muss ich im Auto einfach mal umswitchen zwischen zwei Welten. Da muss man schon sehr, sehr stark reflektiert sein, um das abzuschütteln und sozusagen zu sagen, nee, ich bin jetzt mal unvoreingenommen. Also das ist, glaube ich, was Frau Badlina gemeint hat, glaube ich, was das sehr stark so unterschwellig vielleicht wirken kann. Also ich könnte mir das auch gut vorstellen, auch aufgrund unserer Erfahrungen. Also ich weiß nicht, ob das noch immer so ist, dass zum Beispiel die Förderschulen, die Gutachten schreiben für die Kinder in den Regelschulen. Das ist in unserem Fall ziemlich schief gegangen, denn meine Tochter kam mit sehr viel negativem Kredit aufs Gymnasium. Da wurde ihr also gesagt, dass sie mit Mathematik scheitern wird und auch mit Englisch große Schwierigkeiten haben wird. Und nun hatte sie im Abitur Mathematik-Leistungskurs und Englisch ist sie mehr oder weniger fast muttersprachlich und das ist jetzt, ich hoffe, sowas gibt es einfach heute auch nicht mehr, aber die Tatsache, dass dort eben die Förderschule das Gutachten schreibt, mit dem das Kind im Gepäck
die nächste Schule geht. Ist das noch so? Also in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass zwei beauftragt werden. Also von der Grundschule jemand, die zuständig ist, und von der hörgeschädigten Schule. Im Bestfall setzen die sich zusammen und gucken beide auf das Kind bei der Einschulung. Und einem Sechsjährigen zu bescheinigen, dass er in Mathe Schwierigkeiten haben wird, ist ja dann auch kühn. Ja. Ja. Ich gucke nochmal in die Runde, wie es aussieht. Gibt es Fragen? Gibt es Punkte, über die wir bis jetzt noch nicht gesprochen haben, die jetzt noch wichtig wären? Wir haben noch eine Viertelstunde. Also Barbara, ich habe im Chat nochmal zwei Sachen stehen. Gut. Und zwar hatte die Frau Sebens nochmal darauf hingewiesen oder die Frage in den Raum gestellt, was passiert jetzt mit den Schülern in den Regelschulen mit der Maskenpflicht? Weil die natürlich jetzt besonders hohe Herausforderungen haben. Und die zweite Frage, die kommt nochmal von Herrn Enderle Amur, der hat seine Frage nochmal ein bisschen konkretisiert. Der wollte wissen, was in der Schulinklusion besser geworden ist und was man da nach wie vor noch verbessern kann. Das, ja, vielleicht mal mit der ersten Frage starten. Ja, vielleicht bei der ersten Frage hätte ich mal kurz eine Rückfrage, die werden wahrscheinlich eine Maske tragen. Was meinen Sie genau, was passiert mit den Kindern unter Corona-Bedingungen in der Schule? Das war auch eigentlich mehr als Kommentar gedacht, okay. weil es grundsätzlich schon ein bisschen das Thema Inklusion war und wir das einfach aktuell so ein bisschen mit Sorge betrachten, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Wir waren sehr froh, dass wir viele Kinder im Regelschulbereich unterhaben. Und da kam jetzt die Rückmeldung auch von den hörgeschädigten Schulen, dass das aktuell ein ganz, ganz großes Thema ist. Und da die Sorge besteht, dass einfach die Kinder vielleicht es aufgrund dieser zusätzlichen Schwierigkeiten nicht schaffen, weiterhin im Regelschulbereich zu bleiben, was ich natürlich eine große Katastrophe finde. Und es war eigentlich tatsächlich weniger als Frage, sondern nur noch als Ergänzung gedacht. Ja. Mhm. Also wir haben dazu schon mal ein entsprechendes Schreiben an die Kultusministerien geschickt, aber ich vermute, da ist es auch geblieben. Ja, ja, aber eine Lösung läge allenfalls darin, dass alle mit Visieren Unterricht, also alle Schüler nur Visiere trügen, die sind aber für die Ansteckung, glaube ich, nicht so positiv. Es gab so einen Vorstoß aus Essen, eine Maske zu entwickeln, die irgendwie einen Klarsichtteil innen drin hat. Also das war aber zu einem Zeitpunkt, als wir gedacht haben, oh, im Sommer ist vorbei. Und ich würde interessieren, also ich glaube, einen Talk zum Thema Corona-Folgen für Hörschädigung wäre gar nicht schlecht, weil ich da jetzt auch nicht konkret nicht mehr in der Praxis stecke und mir die kreativen Einfälle der Kolleginnen, die würden mich einfach reizen, festzustellen, was habt ihr denn jetzt getan, um dem Kind mit dem CI oder dem Hörgerät eine gute Möglichkeit zu bieten, seine Mitschüler besser zu verstehen. Ja, also, ich teile die Sorge von Yvonne da vollkommen. Ich glaube, wir haben uns früher geduzt. Ich merke mir das mal so für gegen Ende des Jahres vor. Vielleicht komme ich nochmal auf Sie zu, Frau Sebens. Können Sie sich schon mal ein bisschen sammeln, die ganzen Eindrücke und Ideen, die Sie dazu haben zu dem Thema? Machen wir wahrscheinlich mal eine größere Runde. Jetzt hat sich der Vater von Tim? Ja, genau. Also, hallo, wir sind die Eltern von Tim. Tim ist ein Jahr alt und hat seit einem Monat sein zweites CI bekommen. Und bei uns ist das Thema Schule natürlich noch weit in der Zukunft. Ich selber bin Lehrer, mache mir deswegen unter anderem auch Gedanken. Jetzt haben wir das große Glück, in München zu sein. In München gibt es ein großes Angebot an Regelschulen oder ein Regelgymnasium, das auch einen Klassenzug hat, der hörgeschädigte Kinder unterrichtet. Das heißt, es gibt alle Möglichkeiten.
Jetzt ist die Frage, oder meine Frage ist jetzt, ist es für das, ist es für das, für die Entwicklung des Kindes gut, Inklusion auf Inklusion um jeden Preis zu machen? Oder ist es gut für Selbstwertgefühl der Kinder auch mal eine Zeit, andere Kinder um sich zu haben, die gleichen Probleme, die gleichen Herausforderungen haben? Weil ich kann mir vorstellen, das ist schon eine sehr große Belastung. Also wir erleben den Schulalltag ja ganz anders als Regelschüler. Und wenn ich mir meine Klassen anschaue, wenn man da Schwierigkeiten hat zu differenzieren zwischen verschiedenen Gesprächen, dann ist man eigentlich ausgeschlossen, obwohl man in der Klasse drinnen ist. Tim ist doch das Kind, was so fröhlich lautiert hat bei Frau Badliners Talk vor Weihnachten, richtig? Ja. Und ich glaube, dass es einfach gut ist, hinzugucken, wie Tim sich entwickelt. Wie entwickelt sich Tim im Umgang mit anderen Kindern? Wie entwickelt er sich im Kindergarten? Ich erinnere immer noch so einen Satz von einer Kollegin im Ohr, so wenn wir in der Vorschulphase gucken, welche Schule für mein Kind, die sagte, ja, und der muss einen auf die Rübe kriegen und dann trotzdem weitermachen, ja, als wichtiges Kriterium. Also es gar nicht mehr so viel darum geht, wie viel Sprachkompetenz hat er, sondern auch, wie viel psychische Stabilität hat er, um damit klarzukommen. Wie entwickelt sich Tim? Ja, ist er einer, der eher gerne auch bestimmt, was gespielt wird? Dann hat er es sicher leichter, außer dass er ab und zu mal gesagt kriegt, so, jetzt wollen wir überhaupt nicht mehr mit dir spielen, weil du immer bestimmst. Aber wenn man die Regeln setzt, dann kann man, dann muss man nicht verstehen, was die anderen für Regeln wollen. Also in welche Richtung geht das so? Und das mit der Frühförderung und mit dem Kindergarten zusammen gucken. Und ich habe viele Schülerinnen und Schüler erlebt, die auch geswitcht sind, die zum Beispiel den Schuleinstieg in der Schule für Hörgeschädigte gemacht haben, die noch eine E-Klasse hatte damals, eine Eingangsklasse, also 5 Grundschuljahre hatte und die dann für den Leselernprozess mehr Zeit hatte und danach auf die allgemeine Schule, auf die Regelschule gewechselt sind und dann nach Hause kamen und sagen, boah, verdammt, ich muss mich immer doppelt anstrengen. Ich habe noch also so eine Mutter im Ohr, die das erzählt hat. Die Tochter hat inzwischen Psychologie studiert und arbeitet auch, glaube ich, in München bei Werber Voice. Also so, ich erinnere mich, wie sie als 2-Jährige war und haben sie dann irgendwie so als Erwachsene wieder getroffen. Und viele von ihnen haben eine CI-Entscheidung kann man nicht rückgängig machen. Eine Schulentscheidung kann man tatsächlich auch immer wieder überprüfen und gucken, ist es noch gut für mein Kind? Ich könnte dazu noch eine Geschichte erzählen, wenn wir dafür Zeit haben, von einem Schüler, der in der Klasse 10 zu mir an die Hörgeschädigten-Schule kam, um da in einer Klasse 10 zu hospitieren. Wir hatten eine Realschulklasse, es war ein größeres System. Und der dann nach 3 Wochen sagte, nein, ich gehe an meine Gesamtschule zurück. Ich habe jetzt mal festgestellt, ich bin da nie gemobbt worden all die Jahre. Und ich glaube, das ist wichtig. Und die hörgeschädigten Schüler aus der Klasse, die haben gesagt, können wir mitentscheiden, ob der bei uns bleibt oder nicht. Sag ich, wie kommt der denn darauf? Und dann sagten die, ja, der lacht über andere Sachen als wir und der passt nicht zu uns. Also die unterschiedlichen Strategien mit der Hörschädigung umzugehen, die waren schon unterschiedlich. Und er selber hat gesagt, und ich habe in diesen 3 Wochen meine Hörgeräte lieben gelernt. Ich wollte sie früher immer verstecken, aber seit ich gesehen habe, dass hier alle Leute alle Hörgeräte tragen, liebe ich sie. Also wahrscheinlich muss man, oder ich denke, was wichtig ist, dass man seinen Kindern beides ermöglicht, den Kontakt zu anderen. Ja, mit jemandem sprachlos Fußball zu spielen, vorne vor der Tür des CI-Zentrums, was an den Schulhof der hörgeschädigten Schule angrenzte. Also locker und entspannt sich zurücklehnen, zu sehen, dass andere Kinder auch ein CI oder ein Hörgerät haben, dass schon in der Spielgruppe merken die das, ja, die 2-Jährigen. Also so, das wirklich zu gucken und sich nicht... keine Einwegflaschen wollen wir nicht, ja, die sind umweltschädlich, wir wollen wirklich breit sein und das ist, glaube ich, eine Elternaufgabe, das zu ermöglichen, dass ihr Kind breite Kontakte hat und dass es probieren darf und dass man es nicht als Schulscheitern betrachtet, sondern zu sagen, oh, diese 2 Jahre waren super und jetzt ist was anders wichtig. Mhm.
Und gesamt leichter in der Flexibilität habe ich so, also so ist es in nordrhein-westfälische Schulsystem. Einfach gucken. Da schließt auch die Frage von Herrn Röhrig an. Haben wir dafür noch Zeit? Oder? Marisa, einmal ich würde es nämlich ganz gerne noch ganz kurz dazu was ergänzen. Ich würde den Rat auch geben, sich ein gutes Team aufzubauen, wenn es um Schule geht. Also sich gute Berater und starke Mitkämpfer sozusagen zu sichern, die einem einfach helfen dabei. Also sonst ist man als Eltern doch ganz nett alleine da. Aber da haben wir noch ganz viel Zeit. Richtig, und es gibt ja automatisch ein Team um Ihr Kind. Da ist die Logopädin aus dem CI-Zentrum drin, da ist die Erzieherin aus der Kindergruppe drin, da ist die frühere Erzieherin aus der Kindergruppe drin, die jetzt die andere Gruppe hat, aber die das auch mitgekriegt hat. Und da ist noch die Logopädin drin, wo sie es auch noch hinschleifen. Und da ist auch ihre Mutter mit drin als Oma oder wer auch immer, wer einmal Pädagoge, einen Pädagogen im Haushalt hat, hat bestimmt noch einen anderen. Und wenn man die also um sich herum versammelt und so sagt, ich sehe Tim so, dann ist das eigentlich so ein Stück normal einfach. Und wirklich, wie gesagt, Sie müssen es ja nicht, es ist keine Entscheidung, die Sie wieder rückgängig machen können, sondern die Sie immer wieder zu gucken, was ist jetzt gut. Danke. Jetzt haben wir noch. Immer offen bleiben. Da war eine Frage zur Inklusion oder eine Nachfrage zur Inklusion, glaube ich, noch nicht so Zufriedenheit beantwortet aus dem Chat. Stimmt das? Wir haben da gab es noch diese Nachfrage zur Inklusion, aber zu dem Thema Schule gab es noch eine, die jetzt thematisch ganz gut daran passt. Und zwar hatte der Janni Röhrig gefragt, wie oft Sie das erlebt haben, dass die Eltern der hörgeschädigten Kinder eine Erwartungshaltung haben im Sinne, das ist doch möglich, das können andere Kinder doch auch. Müssen Sie quasi auch manchmal die Kinder, die Eltern in ihren Erwartungen drosseln? Und welche Tipps haben Sie da zur Hand, ohne den Eltern da ein ungutes Gefühl zu geben, dass das Kind da nicht genug mitgekommen wäre? Also sicherlich ist das eine hohe Kunst, auch mit Eltern so in Kooperation zu sein, dass sie unterschiedliche Blickwinkel auf ihr Kind auch zulassen und nicht nur sagen, aber ich will, dass mein Sohn Rechtsanwalt wird. In unserer Familie sind alle Rechtsanwälte. Und in diesem Sinne auch zu sagen, so jetzt gucken wir mal nach den Stärken. Wo sehen Sie die Stärken? Was macht Ihnen Sorgen, wenn Sie daran denken, Ihr Kind an diese Zukunft, an diesen Weg zu denken? Auch, ich meine, unsere Eltern haben alle Erwartungen an uns gehabt und wir haben sie alle nicht erfüllt. Oder mehr oder weniger nicht so gut erfüllt. Das ist ein Stück Normalität und auch Eltern zu sagen, was können Sie sich vorstellen, was Ihr Kind noch wird? Rechtsanwalt war das Erste und das Abitur war das Erste. Und ist es noch Ihr Kind, wenn es lieber Bäcker werden möchte oder wenn seine Talente viel eher nicht auf dem argumentativen, sondern im praktischen Bereich liegen, wäre auch ein Ingenieur oder ein selbstvergessener Bastler akzeptabel? Also solche Fragen auch mit Eltern früh zu beschäftigen und zu besprechen. Immer wenn sie auftauchen. Und das braucht viel Zeit. Also Frühförderung oder Begleitung von Familien braucht Zeit. Also das denke ich, bringt auf den Punkt kann man es bringen, Eltern wieder zu erlauben, einfach auf ihr Kind zu gucken und nicht auf das Nachbarskind. Ja. Oder auf das, was sie sich erträumt haben, als sie gesagt haben, so jetzt kriegen wir ein Kind. Und das wird dann Weltraumforscher. Jetzt haben wir eigentlich nur noch eine Minute. Wir haben noch die Frage mit der Inklusion offen. Der Matthias Schulz meldet sich. Ulrike Fast hat sich auch noch mal gemeldet. Ich nehme euch beide noch dran als Letzte. Ulrike war, glaube ich, zuerst, dann kommt Matthias. Und als Letztes sage ich dann noch was zum Thema Inklusion vielleicht. Und dann müssen wir leider den Sack zumachen. Ulrike.
Ja, also ich denke, der afrikanische Spruch mit dem, dass das Kind ein großes Dorf braucht, ist, glaube ich, ein guter Abschluss auch dafür, für die Eltern nochmal. Also ich bin auch in der Schwerhörigenschule groß geworden und habe dann als Erzieherin in einer Regelschule die Ausbildung gemacht. Und es ist wirklich hammerhart, aber auch ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich erst in einer Regelschule wäre, von Anfang an mit meiner Freundin zusammen. Keine Ahnung, aber ich glaube, dieses Zwischen, das mal auch, das kenne ich auch. Ich kannte auch einen, der ist in der Regelschule gewesen und ist dann zu uns gekommen und hat überhaupt keinen Anschluss gefunden bei uns, weil der war sowas von schlau. Der ist auf jeden Fall ein Tick weiter gewesen als wir, sprachlich, auch intellektuell, dass uns das schon ein bisschen neidisch gemacht hat, dass er in der Regelschule war. Aber er hat selber für uns keinen Anschluss gefunden. Also man muss immer gucken. Also ich glaube schon, dass man mehrere Sachen im Dorf ausprobieren lassen muss für das Kind. Ein schönes Bild. Ja. Ja. Matthias. Ja, ich wollte noch mal kurz sagen, unabhängig von allem, es wird da sowieso keinen goldenen Weg geben, es wird auch kein super Rezept geben, was jetzt richtig oder was falsch ist, was die Pädagogik betrifft. Aber was ich gerne mit auf den Weg geben möchte, ist den Kindern bzw. den Schülern auch den Mut zu geben, dass sie die Hörschädigung akzeptieren, dass sie alle Möglichkeiten mit auf dem Weg bekommen, um deren Traum, den sie mal für später haben, das verwirklichen können. Und da ist es eigentlich schon fast egal, ob man die hörgeschädigten Schule besucht oder die Regelschule oder wie auch immer. Wichtig ist nur, dass das Kind gesund in Anführungsstrichen aufwächst und sein Arbeitsleben für später auch erreichen kann, weil das ist das Wichtigste. Der Mensch lebt vom Arbeiten und durch die Arbeit verdient man auch ein bisschen Geld. Und ich denke, das sollte erreicht sein. Das finde ich ein super Schlusssatz eigentlich. Ich würde gerne noch ergänzen, psychischer Gesundheit, so psychosozial gesund, das finde ich wichtig. Also, dass ein Kind auch glücklich ist oder das Gefühl hat, ich kann etwas und ich bin am richtigen Platz und so ein Selbstbewusstsein auch mitkriegt. Und nicht immer nur so Unterschlängelungsstrategien macht, möglichst nicht auffallen. So, das ist sehr unterschiedlich. Also ansonsten stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ja, vielen Dank, Frau Zirigottis. Das ist jetzt eine super Übergabe, um einen letzten Satz zu machen, mit dem ich auch noch die Inklusionsfrage vielleicht wenigstens annähernd beantworten kann. Was brauchen wir noch, damit Inklusion, das Wort geht uns leicht inzwischen schon über die Lippen, also das klingt so, als wäre das schon alles super. Aber damit es gelingt, brauchen wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel mehr die Kultur in Klassen, ach, da brauchen wir ganz viel dafür, aber die Kultur in Klassen auf einzelne Entwicklungen zu gucken und jedem Kind sozusagen den Raum zu geben, den es eben braucht und die Erfolgserlebnisse auch zu sehen, die es braucht. Dazu ist vielleicht eine Klassengröße von 30 Kindern vielleicht schwierig. Vielleicht ist dazu auch schwierig, Klassenstunden im Zyklus von 90 Minuten oder 45 Minuten zu wechseln, die Themen zu wechseln. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Ansätze, auch in unserer eigenen Bildungshistorie, die da wesentlich geeigneter wären, als die so im Mainstream, im normalen Schulleben praktiziert werden. Es gehört einfach auch ein bisschen mehr Geld dazu und vielleicht auch einen besseren Personalschlüssel. Also da gäbe es ganz, ganz viel zu sagen, was, glaube ich, auch nicht unbedingt spezifisch für Hörgeschädigte Schüler und Schülerinnen gilt, sondern generell eigentlich die Frage aufwirft, wie gehen wir mit unseren Kindern um und mit der Bildung unserer Kinder. Das ist ein sehr weites Feld, mitweilen auch frustrierend, weil da die Mühlen sehr, sehr langsam mahlen, aber ich glaube, wir können alle eigentlich so einen Beitrag dazu leisten. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, würde ich gerne mit dem Vater von Tim noch mal einmal ganz kurz nachher reden, wenn alle anderen weg sind.
weil ich nämlich auch schon so die Idee habe, dann nochmal für Schulen was Unterstützendes zu machen. Und da würde ich gerne mit dem Vater von Tim drüber reden, gerne auch mit der Mutter, wenn sie auch Lehrerin ist. Und ansonsten wünsche ich euch allen jetzt ein sehr schönes Wochenende. Das hat mir sehr gut gefallen heute. Heute war es ein bisschen anders. Also wir haben ein bisschen mehr Raum für Gespräch gehabt. Ich glaube, das war ganz gut. Wir sehen uns in 4 Wochen ungefähr wieder. Da haben wir dann ein ganz anderes Thema und ich hoffe, es wird mindestens so spannend. Da geht es nämlich um Medizininformatik. Oh, denken wir da alle, das wird ganz trocken. Aber ich hoffe, das kriegen wir also hin, dass wir das nicht ganz so trocken machen. Und ja, ich freue mich über zahlreiche Teilnehmer, bedanke mich nochmal bei Frau Zirigottis und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Tschüss. Ich bedanke mich auch.